Hi und herzlich willkommen in diesem Video ein neues Klartext-Video. Wer die Rubrik noch nicht kennt, in Klartext-Videos bespreche ich eigentlich meine eigene Meinung über bereits entstandene YouTube-Videos von mir und heute ist das Thema Hyperemesis dran. Und weil ich diese Themen, medizinische Themen, immer relativ faktennah bespreche und immer Diagnostik, Therapie, alles relativ stark gegliedert bespreche, kribbelt es mich doch immer in den Fingern, zu einigen Themen nochmal meine eigene Meinung loszuwerden. Und das tue ich heute. Aber ich tue es heute nicht alleine, denn ich habe einen Gast bei mir quasi virtuell zugeschaltet. Ihr werdet sie alle kennen und wer sie nicht kennt, verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox einmal ihren YouTube-Kanal. Sie war von Hyperemesis betroffen, sie ist von Hyperemesis betroffen und kann aus dem Nähkästchen plaudern, wie es ihr so ergangen ist und was sie für Tricks und Tipps hat. Und wie gesagt, falls ihr sie noch nicht abonniert haben solltet, tut das unbedingt, da kriegt ihr mal so richtig den Mama-Alltag aus nächster Nähe mit. Dann aber erstmal zu meiner Meinung über Hyperemesis und da spreche ich ja in dem richtigen Video Hyperemesis immer von der Schwangerschaftsübelkeit, die nicht irgendwie verwechselt werden darf mit der krankhaften Schwangerschaftsübelkeit, der Hyperemesis. Und das hört sich immer so ein bisschen despektierlich an und als ob ich die normale Schwangerschaftsübelkeit irgendwie kleinreden möchte. Das stimmt aber nicht. Also eine normale Schwangerschaftsübelkeit, die sehr, sehr viele Frauen haben, kann unter anderem auch super heftig sein. So heftig, dass es echt lebenseinschränkend, berufseinschränkend und auch die Schwangerschaft einschränkt und die Frauen todunglücklich sind. Nichtsdestotrotz sind sie natürlich nicht jetzt ganz heftig von einer Hyperemesis geplagt, dass sie stationär ernährt werden müssen oder Infusionen bekommen müssen. Aber nichtsdestotrotz kann das wirklich sehr heftig sein. Und deswegen wollte ich dazu nochmal sagen, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Und kann da jede Frau verstehen, die da von einer Schwangerschaftsübelkeit geplagt ist und trotzdem natürlich sehr, sehr darunter leidet. Und dann gibt es natürlich auch Schwangerschaftsübelkeiten. Man sagt immer, ja, bis zur 12., 13. Woche, dann geht das so langsam weg, weil dieses Schwangerschaftshormon dann so langsam sich stabilisiert und so ein Niveau erreicht hat. Aber es gibt natürlich auch Krankheitsverläufe, Schwangerschaftsübelkeiten, die darüber hinaus bis zu 75-80% der ganzen Schwangerschaft einfach da sind. Einem ist jeden Tag übel, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Das muss man sich einmal auf der Zunge quasi zergehen lassen, wenn es einem täglich schlecht geht. Das ist kein Pappenstiel, das ist auch kein Spaß. Und nichtsdestotrotz ist das keine Hyperemesis, aber sehr, sehr lebenseinschränkend. Das wollte ich nur mal dazu sagen. Okay, ich würde sagen, bevor ich so zu meinen Tipps und Tricks oder auch medikamentösen Therapien komme, sprechen wir doch einfach mal mit besagter Person. Ich glaube, ich kann das Geheimnis jetzt lüften. Das ist die liebe Filiz, YouTube-Kollegin, die, glaube ich, so mein allererster Fan war. Denn tatsächlich, als ich meinen YouTube-Kanal gegründet habe, war sie der allererste Kommentar und hat mich auch bei Instagram direkt mal empfohlen, den anderen Mädels. Und ja, habe ihr viel zu verdanken und deswegen habe ich sie ins Boot geholt für dieses Thema, weil ich weiß, sie ist Hyperemesis geplagt. Und ich würde sagen, wir besprechen erstmal so ein paar Themen mit ihr. Vielleicht ist da schon einiges vorweggenommen. Und dann würde ich sagen, bespreche ich nochmal mit euch so, was ich davon halte, was ich für Tipps und Tricks habe, um so einer Schwangerschaftsübelkeit oder auch Hyperemesis entgegenzuwirken. Gut, also ich schalte mich einmal jetzt zu ihr durch und wir schauen mal, was sie zu dem Thema vorbeugende Maßnahmen zu sagen hat. Gibt es da irgendwie irgendwelche Dinge, die sie jetzt macht, um einer Schwangerschaftsübelkeit oder Hyperemesis vorzubeugen, was sie vorher schon einnimmt? Oder ist das einfach alles Trugschluss und man kann überhaupt nichts dagegen tun? Schauen wir mal, was sie uns zu sagen hat. So, hallo liebe Filiz, ich habe gerade den Leuten schon erzählt, dass du mein allererster Fan warst und deswegen freue ich mich natürlich extrem, dass du heute mit mir das Interview führst oder ich mit dir das Interview führen darf. Und ich habe es gerade schon angesprochen, erzähl doch einfach mal, gibt es irgendwas Vorbeugendes, was du so irgendwie gegen eine Hyperemesis oder gegen Schwangerschaftsübelkeit gemacht hast, machen kannst? Erstmal danke für das Interview, ich freue mich natürlich sehr darüber und ich finde es cool, dass du auch Betroffenen sozusagen die Möglichkeit gibst, das nochmal von sich aus zu schildern. Die Sicht eines Arztes haben wir jetzt schon gehört. Und auf deine Frage, um auf deine Frage einzugehen, ob ich vorbeugend was gemacht habe, da muss ich leider vielleicht sagen, man kann leider nichts vorbeugend machen. Also ich habe da wirklich sehr, sehr viel recherchiert und auch in meinen vergangenen Schwangerschaften probiert. Aber leider ist es so, dass man Hyperemesis leider nicht vorbeugen kann. Also man kann nichts dagegen unternehmen quasi, damit das nicht eintrifft, damit diese Hyperemesis gar nicht erst kommt.
Das Einzige, was ich jetzt bei der vierten Schwangerschaft anders gemacht habe, ist, ich habe mir ein Medikament bestellt. Das gibt es leider in Deutschland nicht mehr aus Kostengründen, habe ich jetzt gehört. Aber vielleicht kennst du das Medikament ja, das heißt Agyrax. Das wurde mir in meiner dritten Schwangerschaft schon empfohlen, aber ich habe es leider viel zu spät erst erfahren, dass es dieses Medikament gibt und habe mir dann vorgenommen für die vierte Schwangerschaft, ich möchte gerne ab dem positiven Schwangerschaftstest quasi schon vorbeugend diese Tabletten nehmen. Die werden wohl eingesetzt bei Reiseübelkeit und sind für Schwangere nicht schädlich. Ich hatte das damals mit meinem Frauenarzt abgesprochen, aber ich denke, das muss halt jeder mit seinem Frauenarzt vorher absprechen, wenn es um Medikamente geht. Aber da kannst du bestimmt ein bisschen mehr zu sagen. Und ja, dann habe ich ab dem Schwangerschaftstest quasi dieses Medikament genommen. Ich habe eine Tablette am Tag genommen. Ich hatte mir das aus einer Online-Apotheke bestellt. Eine belgische war das, glaube ich. Und ich weiß leider nicht, ob es daran lag, aber meine Hyperemesis war ein wenig abgeschwächter als in den vorherigen Schwangerschaften. Sie war aber zum höchsten Zeitpunkt quasi, es gibt ja immer so diese höchste Phase der Hyperemesis, war sie aber dennoch sehr, sehr schlimm. Also da haben dann auch die Tabletten nichts mehr gebracht. Ja, das Medikament kenne ich, gehe ich gleich noch drauf ein und auch, dass man es jetzt nicht mehr in Deutschland erwerben kann, ja. Kann man gleich noch besprechen. Erst noch mal eine andere Frage. Jetzt weiß ich natürlich und ich glaube, deine Follower wissen es auch, bei euch zu Hause ist richtig viel los. Du hast jetzt nicht nur das erste Kind im Bauch, sondern hast schon Kinder und da ist natürlich wirklich auch der Alltag einfach, der ansteht. Man muss aufräumen, Wäsche waschen etc. Wie lässt du dir helfen? Wie kann man da irgendwie sich Hilfe suchen auch? Sind das die Großeltern, Freunde? Wie machst du es? Ich meine, das ist natürlich eine Schwangerschaftsübelkeit, muss man sich vorstellen. Da möchte man eigentlich nur die Decke über den Kopf ziehen, Netflix gucken, irgendwas und Beine hoch und nichts anderes mehr machen. Wie kommst du mit deinem Alltag klar? Ja, wie du schon sagst, also man kann wirklich absolut gar keine Aktivitäten machen. Man quält sich quasi so durch den Tag. Ich bin echt froh, dass ich meine Familie hinter mir hatte oder immer noch habe. Meine Eltern, die arbeiten nicht, das sind Frührentner und sind halt zu Hause und wohnen direkt bei mir um die Ecke. Also das war schon mal eine sehr, sehr große Hilfe, nicht nur in dieser Schwangerschaft, sondern auch in den Schwangerschaften zuvor. Die Kinder sind natürlich jetzt auch in Schule und Kindergarten gewesen, den ganzen Vormittag und den Mittag auch noch, fast bis zum Nachmittag. Also Essila hat immer bis 15 Uhr Kindergarten und Milan hatte teilweise bis 15:30 Uhr Schule. Das erleichtert natürlich sehr, sehr viel. Der Einzige, der dann hier war, das war dann halt der Kian. Aber Kian ist halt wirklich so ein liebes Kind, der hat dann halt viel Fernsehen geschaut, was natürlich mir ein schlechtes Gewissen gemacht hat als Mama. Aber in dem Augenblick kann man wirklich nichts anderes machen, außer liegen und Netflix schauen, wie du schon gesagt hast. Und ja, das war halt wirklich schon eine Qual für mich, die Kinder morgens wegzubringen. Teilweise haben das meine Eltern übernommen. Serki hat sich manchmal freigenommen. Am Wochenende hat er wirklich alles gemacht. Er hat den kompletten Haushalt geschmissen, was ich in der Woche gar nicht gemacht habe. Meine Eltern, die haben gekocht. Ich habe bei denen gegessen, wenn ich denn mal was essen konnte. Und das Einzige, was ich halt oft gemacht habe, ist die Kinder morgens weggebracht und abgeholt wurden sie dann auch wieder von meinen Eltern. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das alles jetzt verlaufen wäre, wenn ich meine Familie nicht bei mir hätte. Es gibt bestimmt viele Frauen, die halt solche Unterstützung nicht haben. Aber ich habe mir sagen lassen, dass man sowas bei der Krankenkasse beantragen kann, eine Haushaltshilfe beispielsweise. Und das wäre vielleicht eine Alternative zu den Frauen, die jetzt keine Familie und Freunde als Unterstützung haben. Ja, das stimmt. Also Familie um sich haben ist einfach extrem viel wert, glaube ich. Und sollte dem nicht so sein, muss man da so mal mit der Frauenärztin auch drüber sprechen, ob es da irgendwelche Möglichkeiten, also einer Haushaltshilfe oder so gibt. Das stimmt. Neues Thema und vielleicht auch das Spannendste überhaupt. Alle wollen wissen, was hast du jetzt für Geheimtipps? Gibt es irgendwas außerhalb jetzt der klassischen medizinischen Chemiekeule, was du machen kannst, um der Übelkeit irgendwie Herr zu werden? Gibt es jetzt die spezielle Ernährung, die Tees, ob es der Ingwertee ist oder viele kleine Mahlzeiten oder was auch immer, Salzstangen und Cola. Gibt es etwas, was du den Damen mit auf den Weg geben kannst, wo du gesagt hast, ey Leute, das ist etwas, das hilft wirklich und es schadet überhaupt nicht und es ist nicht aus dem Chemiebausatz eines Mediziners, sondern wirklich völlig bedenkenlos einsetzbar?
Also auch da habe ich bestimmt nicht so dieses Geheimrezept, was den Frauen wirklich hilft, dass diese Übelkeit weggeht, denn sie tut es einfach nicht. Man lässt es einfach über sich ergehen und wartet die Zeit ab, wo sie von alleine abklingt, die Übelkeit. Dennoch haben mir so ein paar Sachen geholfen. Zum einen war es am Anfang wirklich dieses Medikament Argorax. Zum anderen waren es diese Bänder, die man ums Handgelenk macht, die diesen Akupunkturpunkt irgendwie ja, stimulieren. C-Bands heißen die. Da habe ich weiß nicht, ob ich es mir eingeredet habe, aber ich habe das Gefühl gehabt, sie haben mir wirklich geholfen. Dann, was bei mir wirklich immer so war, was mir geholfen hat, wodurch ich auch am Anfang viel zugenommen habe, dadurch, dass ich halt nur gelegen habe, war viele Mahlzeiten über den Tag verteilt zu essen. Sobald ich ein Hungergefühl hatte, musste ich würgen und musste spucken. Und um dem vorzubeugen und entgegenzuwirken, musste ich halt essen. Ich habe halt darauf geachtet, dass ich viel Rohkost auch esse, viele frische Sachen, Obst und Gemüse, Tomaten, Gurken, Salate. Und solche Sachen haben mir wirklich sehr geholfen. Wichtig war auch, dass ich genug getrunken habe. Und wenn Wasser jetzt nicht so möglich war, habe ich Tee getrunken, ungesüßten. Und ich habe auch Cola getrunken, denn Cola war auch so eins der Dinge, die mir gut getan haben, und Eistee und solche Sachen, was jetzt nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist und healthy ist und so, aber es hat mir wirklich sehr geholfen. Aber ja, das war so das Einzige. Also man kann da wirklich nicht viel machen, gerade wenn man in dieser Höchstphase ist der Übelkeit, dann ja, leidet man einfach und versucht den Tag einfach rumzukriegen, so gut es geht. Und dieses häufige kleine Mahlzeiten, Rohkostessen hat mir ein bisschen geholfen. Ja, schön gesagt, man leidet dann einfach so vor sich hin. Aber ja, es ist tatsächlich so, die Meisterlösung, wo dann alles weg ist und für immer weg bleibt, die gibt es nicht. Aber ich finde es cool, dass du es angesprochen hast, weil es gibt ja wirklich Möglichkeiten, unabhängig jetzt von Medikamenten, da was zu tun. Und ich muss sagen, ich bin auch ein großer Verfechter und du hast sie angesprochen. Und ich habe sie schon hier liegen gehabt. Es sind tatsächlich die C-Bands. Die werde ich auch unten hier in der Infobox einmal verlinken. Das sind quasi, ich kann hier mal auspacken, Schwangerschaftsübelkeit oder Übelkeitsarmbänder. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich die so für die Schwangeren wiedergefunden habe, weil ich habe das Ganze schon mal auf einer langen Indienreise benutzt und ich leide sehr schwer unter Reiseübelkeit. Und da gab es in irgendeinem Laden irgendwo auch solche Bänder, die einen Punkt stimulieren, einen Akupressurpunkt hier unten am Handgelenk. Dass wenn man die beidseits zum Beispiel berührt oder wenn man dann Druck drauf gibt, dass so eine Übelkeit besser wird. Und ich habe es natürlich als Mediziner belächelt und gesagt, ja, das funktioniert ja alles gar nicht. Ich habe sie mir trotzdem gekauft, komischerweise, habe sie auch angezogen und habe sie nicht mehr ausgezogen. In Flugzeugen, im Bus. Und wer schon mal in Indien war, da sind die Busse jetzt auch nicht gerade ganz luxuriös. Und sie haben mir geholfen. Sie sehen also tatsächlich, und meine sahen damals auch sehr ähnlich aus. Es sind einfach solche Armbänder. Hier drin ist so ein Knubbel, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Und dieser Knubbel muss also nach unten und genau auf diesen Punkt. Das steht auch auf der Webseite, die ich euch da unten verlinkt habe, einmal, wie man die genau anzieht. Das ist nämlich wichtig, dass man diesen Punkt trifft. Fast jeder Mensch hat hier zwei Sehnen, wenn man das so das Handgelenk beugt. Und dazwischen, in einem speziellen Abstand vom Handgelenk aus, muss dieser Punkt liegen. Und das ist wirklich wichtig, dass der genau dort zum Liegen kommt, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Und wenn man das aber einmal raus hat und weiß, wo der Punkt ist, dann hat man die ganz schnell übergezogen, angezogen. Das mache ich jetzt hier nicht, weil ich die hier vielleicht noch verschenken möchte. Außerdem sind sie rosa und das kommt dann doch nicht so gut bei mir an. Ist also wichtig, dass man die richtig anzieht und dass man die auch über eine bestimmte Zeit anlässt und das auf jeden Fall auch beidseits macht. Da habe ich auch Frauen gesehen, die haben das nur auf der einen Seite. Also das gibt ganz klare Studien dazu, dass das funktioniert. Das ist nicht nur Hokus Pokus, hat sich irgendjemand ausgedacht. Und ja, wenn man mal dran glaubt, sondern es ist wirklich nachweislich erwiesen, dass das funktioniert. Aber man muss es natürlich richtig anwenden. Und wie gesagt, guckt mal auf dieser Website vorbei. Ich finde C-Bands eine gute Sache. Es hat überhaupt keine Nebenwirkung. Man kann es ja wenigstens mal versucht haben. Und wenn es überhaupt nicht funktioniert und man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass das irgendwas hilft, dann kann man es ja auch wieder weglassen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Sache, sollte man probieren. Und ja, wie gesagt, ich glaubt jetzt auch an Akupressur nach diesen Bändern in Indien. Gut. Dann noch
Abschließend eine letzte Frage. Viele Frauen haben einfach Angst, wenn sie jetzt die ganze Schwangerschaft, Übelkeit erbrechen, jetzt auch nicht wahnsinnig viel Gewicht zulegen, dadurch, dass sie einfach durch das Erbrechen wieder viel Gewicht auch verlieren, dass ihr Kind vielleicht mangelernährt wird, viel zu leicht bei der Geburt ist, dass es vielleicht sogar abgeht durch diesen intraabdominellen Druck beim Erbrechen, dass man einfach das Kind herausbricht untenrum. Kannst du da den Frauen so ein bisschen auch die Ängste nehmen? Ich meine, du hast jetzt zwei Geburten hinter dir und wie sieht es da aus? Waren die jetzt viel zu leicht oder waren die jetzt genau schwer, so wie sie sein sollten? Oder hast du da irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht? Also die Hyperemesis war zum Beispiel bei Milan nicht so ausgeprägt. Da habe ich immer nur diesen Würgereiz gehabt. Übergeben habe ich mich eher selten. Milan ist auch über dem Termin geboren und kam mit 3390 Gramm zur Welt, also völlig im Durchschnitt. Und ich hatte gar keine Probleme bei ihm. Bei Isila muss ich leider 3 Wochen früher eingeleitet werden. Demnach hatte sie auch ein leichteres Geburtsgewicht von 2755 Gramm. Das lag aber wahrscheinlich wirklich an diesen 3 Wochen zu früh geboren und hatte nichts im Zusammenhang mit der Hyperemesis zu tun. Bei Isila war es auch das erste Mal, dass ich ins Krankenhaus musste wegen der Hyperemesis und auch das einzige Mal, muss ich sagen. Aber ich denke, es lag auch daran, dass ich das gar nicht kannte vorher. Und mein Körper brauchte halt diese Flüssigkeit. Und ich hatte 6 Kilo abgenommen. Und demnach bin ich ins Krankenhaus und wurde dann mit Infusionen versorgt. Und dann war eigentlich alles gut. Ich glaube, so ab der 17. Woche hat es aufgehört bei Isila. Bei Kian hat es aufgehört so oft ab der 15., 16. Woche. Also eigentlich fast gleich, würde ich sagen. Da hatte ich keinen Krankenhausaufenthalt. Ich war ein bisschen erfahrener, was das Ganze angeht und habe dann wirklich krampfhaft versucht zu trinken, auch wenn ich es wieder erbrochen habe. Aber auch das hatte keinen Einfluss auf das Geburtsgewicht. Kian ist geboren 14 Tage zu früh. Auch er wurde eingeleitet, weil ich eine Symphysenlockerung hatte, eine ganz schlimme. Und er kam mit einem Geburtsgewicht von 3050 Gramm zur Welt, also ich denke auch völlig im Normalbereich zu der Zeit. Und bei diesem Baby hier war ich auch nicht im Krankenhaus, aber hier war das halt komplett anders. Ich konnte essen, ich konnte trinken, auch wenn ich erbrochen habe, habe ich wieder gegessen und getrunken. Das war dann halt so ein bisschen anders und deswegen hatte mein Körper wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit zu dehydrieren, was ja natürlich auch ganz gut war. Okay, vielen Dank, Feliz. Das war auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr aufschlussreich, auch mal aus dem Mund einer Mutter zu hören und nicht nur von einem Arzt. Und müssen wir unbedingt doch mal wieder machen. Also, das ist quasi die Sichtweise einer gewordenen Mutter und zu werdenden Mutter gewesen. Jetzt noch ganz kurz meine Schilderung. Wir haben schon vieles angesprochen, aber ich glaube, ganz, ganz wichtiger Aspekt, um einer Schwangerschaftsübelkeit einigermaßen Herr zu werden, ist, dass man auf die Ernährung achtet. Und zwar ist es wirklich so, vielleicht haben viele von euch die Erfahrung gemacht, je leerer der Magen, desto anfälliger ist man für so eine Übelkeit. Deswegen würde ich empfehlen, viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt und die jetzt auch ein bisschen mehr kohlenhydratlastig. Das heißt jetzt nicht irgendwie, dass man sich morgens direkt eine Pizza reinfährt, also jetzt nicht die Kalorien hochschrauben ohne Ende, sondern so ein bisschen die Kohlenhydrate am Morgen vor allem direkt. Dass man da vielleicht einen Zwieback nebenan liegen hat oder ein Knäckebrot oder ein trockenes Brot einfach, dass man direkt nach dem Aufwachen einfach etwas hat, wo man einfach ein bisschen dran rumkauen kann, dass schon mal irgendwas im Magen ist. Dann ist natürlich etwas, was sehr, sehr helfen kann, auch nachweislich helfen kann, Ingwertee. Ingwertee nicht aus dem Beutel, nicht irgendwie grob hacken und ins Wasser schmeißen, sondern reiben. Es gibt extra Ingwerreiben, aber man kann es auch mit einem ganz normalen Käsehobel machen, den Ingwer nehmen, mit Schale einfach in ein Sieb reinreiben, heißes Wasser drüber, ziehen lassen, ein bisschen Honig vielleicht und dann trinken. Das ist wirklich nachweislich, dass Ingwertee helfen kann. Auch da ist die richtige Anwendung eben ganz, ganz wichtig. Das sind so die Basic-Maßnahmen. Dann finde ich extrem wichtig, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, weil das ist manchmal ein Kreislauf, in dem man viel erbricht, ist der Kreislauf einfach runtergeschraubt und jeder kennt es vielleicht, wenn man selber mal einen Hungerast hat oder lange nichts getrunken, irgendwann ist man im Punkt, wo man fast umkippt und einem schwindelig wird und da wird einem auch schlecht bei. Das ist genau der Kreislauf, den man halt da durchbrechen muss, dass man einen niedrigen oder einen schlechten Kreislauf hat und dadurch die Übelkeit noch mehr entsteht. Also das auch ein ganz wichtiger Aspekt, viel, viel trinken. Jetzt kommen wir zu den Medikamenten. Da gibt es eine riesige Palette an Medikamenten, die helfen kann, helfen soll. Klassischerweise ist natürlich dieses große Thema Womex
in aller Munde, was man heutzutage bei einer Hyperemesis auch gibt. Und auch wir geben das in der Klinik und das ist auch nicht verwerflich, ist auch nicht schädlich. Man muss ein bisschen gucken, weil es ziemlich müde macht. Und Womex kann sehr, sehr gut helfen. Ist auch erwiesenermaßen nicht schädlich für den Fet, aber man soll das jetzt auch nicht übertreiben. Man soll das jetzt nicht von Woche 1 bis Woche 40 zum Beispiel jeden Tag dreimal Womex schlucken oder irgendwas. Also das sollte man schon versuchen in Maßen zu halten. Der Widerspruch daran ist, dass man auch einen gewissen Spiegel erreichen muss und auch erreicht haben muss, auch über längere Zeit, dass das gut wirkt. Man kann jetzt nicht sagen, oh, mir wird schlecht, ich nehme eine Womex, alles ist wieder super, sondern das ist wirklich, um das Ganze schon abzufedern, wenn diese Übelkeit wieder kommt. Deswegen geben wir den Frauen fast immer auch morgens, mittags und abends eine Womex-Infusion, die wirklich Hyperemesis geplagt in der Klinik sind. Dazu muss man auch sagen, Womex-Tabletten haben überhaupt keinen Sinn, wenn ihr eine Tablette nehmt, Wasser hinterher, schluckt das runter und 20 Minuten später müsst ihr aufs Klo rennen und erbrecht diese schöne Womex in die Toilette. Die Toilette freut sich, der ist nämlich dann nicht schlecht, aber euch bringt es halt überhaupt nichts, weil ihr den Wirkstoff direkt wieder ausgebrochen habt. Sollte dem so sein, solltet ihr euch Womex-Zäpfchen zulegen. Ja, das ist nicht die tollste Sache und die tollste Applikationsform eines Medikaments. Aber ihr könnt es nicht ausbrechen, es wirkt super schnell, denn die Schleimhaut in der Scheide oder auch im Popo, das kann man zum Beispiel auch machen, ist einfach so gut durchblutet, dass das relativ schnell im Kreislauf ankommt. Dann, Felix hat es angesprochen, gibt es ein Medikament, das heißt Agyrax und der Wirkstoff ist Meclozin. Das gibt es nicht mehr in Deutschland seit einigen Jahren, schade, weil das ist das Medikament, was auch auf Embryotox, einer Seite, die Medikamente unter die Lupe nimmt, die vielleicht schädlich in der Schwangerschaft sein könnten, empfohlen wird. Also Embryotox empfiehlt als Erstmittel, Embryotox sei schon, Meclozin. Und Meclozin wirkt super, macht auch ein bisschen müde, aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes und nicht schädliches und sehr wirksames Medikament, was es leider nicht mehr in Deutschland gibt. Aus Gründen, die ich jetzt nicht hier erörtern möchte, jedenfalls kann man sich, Felix hat es gesagt, vielleicht irgendwie drankommen. Wenn man drankommt, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Dann werde ich sehr viel gefragt zum Thema Zofran, ein Medikament, was zum Beispiel auch Patienten unter Chemotherapie vorher gegeben wird, um einer Übelkeit, einer chemotherapiebedingten Übelkeit vorzubeugen. Zofran ist ein extrem potentes, wirksames Medikament gegen Schwindel und Übelkeit. Die Datenlage ist noch nicht so hundertprozentig gut, was Schwangerschaften angeht. Es gibt ein paar Daten, die sagen, okay, wir haben die beobachtet, ist nichts passiert, es scheint alles gut zu sein, aber es sind noch nicht so viele Frauen beobachtet worden, die Zofran genommen haben, wo man sagen kann, macht auf keinen Fall was in der Schwangerschaft. Deswegen ist das so das Mittel der zweiten oder auch sogar dritten Wahl. Man kann es auf jeden Fall bei hoher Belastung und bei wirklich heftiger Hyperemesis geben und auch ich würde es meiner Frau geben, wenn es wirklich ganz heftig wäre. Aber die Datenlage ist noch nicht so gut, dass da die Pharmaunternehmen sagen, ist super zugelassen bei Schwangerschaftsübelkeit. Und so gibt es nach dem Zofran, die möchte ich nicht alle auflisten, noch eine ganze Palette an Medikamenten, die man nehmen könnte. Auch angefangen beim Cortison zum Beispiel. Cortison ist ein Medikament, was das auch sehr gut unterbinden kann, was aber wirklich Mittel der zweiten, dritten und vierten Wahl sind und die ohne Absprache mit dem Gynäkologen auch nicht genommen werden sollten. Das heißt, wenn euch Womex oder auch Meclozin, wenn ihr drangekommen seid, nicht hilft, dann ist der Gang zum Gynäkologen wichtig und da muss man einfach da sprechen, ob da nicht vielleicht ein anderes Medikament doch noch wirksamer ist. Was ich noch ganz vergessen habe, um Gottes Willen, das ist eines der wichtigsten Themen, die ich hier in diesem Video ansprechen wollte, ist Vitamin B. Vitamin B6 zum Beispiel ist ein Medikament, ein Nahrungsergänzungsmittel ist kein Medikament, was Übelkeit vorbeugen kann und auch in vielen Schwangerschaftsderivaten, die es da so gibt, Nahrungsergänzungsmitteln auch schon drin ist. Müsst ihr mal hinten auf die Packung gucken, wenn ihr sowas habt, ob da mit Vitamin B6 drin ist. Wenn nicht, gibt es da einen Blister von eurer Gynäkologin, wo ihr das mal ausprobieren könnt. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was einfach auch überhaupt nicht schädlich ist und sehr gut wirken kann und einer Schwangerschaftsübelkeit auch vorbeugen kann. Gut, genug gesprochen, mein Mund ist fusselig und ich glaube Felix Mund auch. Lasst euch nicht unterkriegen, Schwangerschaftsübelkeit geht in den meisten Fällen irgendwann weg, auch wenn es bei den anderen vielleicht oder bei den meisten relativ früh ist, bei den anderen vielleicht ein bisschen später, aber es geht weg, da nicht unterkriegen lassen. Es lohnt sich, was später bei rumkommt. Man vergisst die Leidenszeit, sodass man auch beim zweiten, dritten, vierten Kind trotzdem noch den Schritt geht und schwanger wird, obwohl man vielleicht im Hinterkopf hatte, dass es mal nicht so dolle war in der Schwangerschaft. Sprecht mit euren Gynäkologen, wenn der Leidensdruck extrem hoch ist. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
genießt die Schwangerschaft, soweit es geht. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dahin und ciao, ciao.